Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Autozentrum Duisburg. Heute gibt es mal wieder eine Gebrauchtwagenvorstellung, weil wir hier, wie wir finden, diesmal ein wirklich schickes Fahrzeug für euch haben, was wir mal ein bisschen genauer vorstellen wollen. Es handelt sich um eine B-Klasse aus 2015, ist ein B200 Sondermodell Urban. Alle Daten und Fakten zum Fahrzeug gibt es nach dem Intro. Bis gleich. So, los geht's. Also wie gesagt, es handelt sich um eine B-Klasse aus 2015, Sondermodell Urban mit relativ guter Ausstattung. Darauf werden wir gleich ein wenig mehr eingehen. So, ihr seht hier vorne schon, da gibt es in dem Scheinwerfer, sage ich mal, so eine LED-Leiste. Wir haben unten nochmal LED-Tag verlegt, der hat auch schon diese neuen LED-Scheinwerfer, also ist kein Xenon mehr. Ihr seht das auch hier, wir haben keine Scheibenwischwaschdüsen für den Scheinwerfer. Das brauchen die LED-Scheinwerfer nicht mehr. Womit fangen wir an? Fangen wir direkt vorne an. Ja, ihr seht hier schon, wir haben Einparkhilfe, also PDC vorne. Ich gehe einmal mit rum. Ja. Und ich habe mir hier heute einen Spickzettel gemacht, weil die Ausstattung doch relativ umfangreich ist. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Also wie gesagt, ich hatte schon gesagt, ist ein 2015er Auto, ist ein B200, hat 155 PS. Ist eine Automatik, in dem Sinne nicht mehr, weil es ein Doppelkupplungsgetriebe ist. Also wie gesagt, verbaut ist ein D7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Ich bimmel hier schon mal das Licht an ist. Ich nehme euch direkt mal mit rein und zeige euch das mal. Start, Stopp, schlüssellos, also Schlüssel brauchen wir nicht mehr. Schlüssel haben wir hier drin liegen. Kann man heute schlüssellos starten, indem man die Bremse drückt, den Startknopf drückt und dann sollte das Fahrzeug schon angehen. So. Jetzt kommt das Wichtige, der Kilometerstand. Kilometerstand sind, ich hoffe, ihr könnt das sehen, 19.967 Euro. Nicht Euro, sondern Kilometer. Ja, deswegen machen wir das Video auch, sage ich mal, zu dem Fahrzeug. Es geht mal wieder, sage ich mal, um die Qualität der Fahrzeuge, die ihr bei uns findet. Also wie gesagt, Auto erster Hand, Baujahr 2015, 20.000 Kilometer gelaufen, Automatik. Ist eigentlich das, was im Moment überall so gesucht wird. So, zur Ausstattung erzähle ich euch jetzt noch ein bisschen was. Zum Schalten habt ihr hier nichts mehr in der Mittelkonsole. Geschalten vom Automatikgetriebe wird hier drüber. Fahrzeug hat auch Schaltwippen mit verbaut. Wir haben ein Multifunktionslenkrad in Leder. Wir haben in der B-Klasse, glaube ich, relativ selten elektrische Sitze. Vorne zweimal, glaube ich, oder nur Fahrersitz, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall hier auch mit Memory-Funktion. Also ihr könnt hier quasi den Sitz vor, zurück, hoch, runter machen. Hier haben wir die Verstellung für die Rückenlehne, für Leute, die Rückenprobleme haben. Wir haben dieses Artico-Leder, glaube ich, mit drin, also dieses Kunstleder mit weißer Ziernaht. Ja, was gibt es hier noch zu sagen? Elektrische Fensterheber, Außenspiegel ist klar bei so einem Auto. Türverkleidung ist auch, sag ich mal, in Kunstleder gehalten mit weißer Ziernaht. Ambiente Beleuchtung haben wir hier drunter mit, sehe ich jetzt gerade. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Wir haben ein Tempomat, wir haben einen Regenlichtsensor. Und ich zeige euch dann jetzt auch noch mal das Navi hier. Das machen wir jetzt einmal zusammen an. Radio machen wir aus. Bildschirm ist, meine ich, zum Vor-Facelift etwas größer geworden. Wie gesagt, ist auch schon das Facelift. Touch kann man hier nicht. Das muss man alles hier drüber bedienen, beziehungsweise hier drüber bedienen. Hier ist nur der An- und Ausknopf. Und dann zeige ich euch einmal jetzt eigentlich nur das Navi, wie das aussieht. So, das sieht so aus. Wir gehen mal zur Karte. Und ja, wie gesagt, also doch schon relativ groß und relativ übersichtlich, finde ich persönlich schick. So, was kann ich euch noch zeigen? Wir haben links und rechts, also vorne eine Sitzheizung. Fahrzeug hat Start-Stopp. Bei dem Thema Start-Stopp sind wir auch dabei, dass das Auto eine Abgasnorm Euro 6 hat. So, dann genau. Ich hätte mir noch aufgeschrieben, dass das eine Kamera hinten hat. Ich mache jetzt hier einmal den Rückwärtsgang rein.
dass ihr sehen könnt, dass das Fahrzeug auch hinten eine Kamera hat. Also Auflösung der Kamera ist eigentlich auch, muss man sagen, recht gut. So, dann machen wir wieder aus, das Navi wieder an. Und ja, was kann ich euch hier noch zeigen? Wir haben hier noch eine klappbare Mittelkonsole mit einem Fach, mit einem Ablagefach. Und das war es, glaube ich, soweit hier vorne gewesen. Die Sitzheizung wird auch schon warm. Schalten wir mal wieder aus. Hier haben wir noch verbaut, ich drehe mal die Kamera, ein bisschen eine Klimaautomatik, aber das erklärt sich, sage ich mal, alles von selbst. Und ja, ich würde sagen, dann gehen wir raus und dann zeige ich euch von außen noch ein bisschen was zu dem Auto. Ich habe mir ja noch ein bisschen was auf meinen Schmierzettel hier geschrieben. Gehen wir noch kurz auf die Reifen ein. Wir haben Alufelgen in 17 Zoll, montiert auch schon bereits Allwetterreifen. Bremse sollte klar sein bei der Laufleistung. Sieht man hier auch noch, der Bremssattel sieht natürlich alles aus wie neu, wurde ja auch noch nicht wirklich gefahren. Allwetterreifen sind von Nexen. Reifengröße, die hier drauf gefahren wird, ist 225, 45, 17. Einparkhilfe hinten ist auch klar. Haben wir hier die einzelnen Einparkhilfesensoren und die Kamera sitzt hier drunter. Könnt ihr das sehen? Ja, das könnt ihr sehen. So, dann gehen wir mal über zum Kofferraum. Kofferraum ja, relativ groß. Also wie gesagt, das Auto ist ja eigentlich eher für ältere Personen. Ich denke mal, das reicht hier aus. Wir haben hier einen doppelten Ladeboden. Hier unten ist noch etwas Bordwerkzeug drin. So, Moment. So, also wie gesagt, doppelter Ladeboden. Wir haben hier noch eine Laderaumabdeckung, die man dann vorziehen kann. Machen wir den Kofferraum wieder zu. Und ja, ich laufe noch mal komplett mit euch rum. Könnt ihr das nochmal von etwas weiter weg sehen. Ich hoffe, das passt lichttechnisch heute, weil wir heute abwechselnd hier draußen Sonne haben und Wolken haben. Aber ich glaube, das sollte passen. So, was haben wir noch? Was habe ich noch auf meinem Zettel hier geschrieben? Eigentlich habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Wie gesagt, Mercedes B-Klasse, B200, 155 PS. Sind wir auch schon eine Runde mit gedreht. Fährt eigentlich mit dem 200er Motor, mit den 155 PS, mit dem Doppelkupplungsgetriebe wirklich anständig, muss man wirklich sagen. Spritverbrauch kann ich so nicht sagen, sind mir natürlich jetzt zu wenig mit gefahren, aber ich denke mal, das sollten bei dem Fahrzeug weit unter 10 Liter sein. Dass der eine Abgasnorm Euro 6 hat, hatte ich jetzt, glaube ich, auch schon gesagt. Ich glaube, da wiederhole ich mich jetzt an einigen Punkten. Preis zu dem Fahrzeug kann ich euch an der Stelle nicht sagen, weil das ist ein Fahrzeug, was wir jetzt im Kundenauftrag organisiert haben. Also sprich, der Kunde hat uns Eckdaten gegeben, wie der sich das Fahrzeug vorstellt. Wir haben uns dann auf die Suche gegeben nach einem Fahrzeug, haben das Fahrzeug jetzt gefunden, wo die Eckdaten zu passen, sind mit dem Kunden auch klargekommen. Und der Kunde hat, jetzt kann ich euch mal zeigen, bei uns stehen gelassen, haben wir auch schon inseriert, wer daran Interesse hat. Der ist aktuell zu verkaufen, ist eine Mercedes C-Klasse, C200 CDI, Automatik auch. Aus 2011, Kilometerstand haben wir hier bei dem Fahrzeug. Ist relativ wenig, sind 102.000 Kilometer. Ja, der Kunde hat das Auto abgegeben, aus dem einfachen Grund, weil es ein Diesel ist und weil er halt im Moment einfach zu wenig fährt. Deswegen ist er jetzt umgeschwenkt auf eine oder auf ein Benzinerfahrzeug, in dem Falle jetzt hier, wie ich euch gerade gezeigt habe, einen B200. Ja, das soll es in dem Video gewesen sein. Ich laufe noch mal mit euch rum. Lasst für das Video ein Like da, abonniert unseren Kanal für weitere Videos. Und an der Stelle gibt es noch mal kurz zu sagen, ihr seht das bei uns, wir sind im Moment eigentlich fast ausverkauft. Einige Fahrzeuge, die da drin sind, mittlerweile auch schon verkauft. Draußen steht noch ein Swift, der heute abgeholt wird. Wir brauchen unbedingt Autos. Also, wenn ihr ein Auto abzugeben habt, ich packe euch einen Link unten mit in die Videobeschreibung. Meldet euch bei uns, ruft uns an. Wir sitzen in Duisburg-Walsum, eigentlich direkt an der A59. Wer was abzugeben hat, kann sich gerne bei uns melden. So, das war's jetzt. Ich bin raus. Ciao.